Hallo und herzlich willkommen zum dritten Zuschauerduell. Ja, ich habe jetzt hier mich spontan dazu entschlossen, ein bisschen was umzustellen im Vergleich zu den letzten beiden. Und das wird man jetzt schon sehen. Ich nehme leicht andere Decks. Also, beziehungsweise habe ich ja in den beiden anderen Zuschauerduellen exakt die Decks genommen, die auch in der Reihe dann dran waren. Allerdings werde ich das jetzt nicht machen. Ich nehme den da. Weil, ich werde, also beziehungsweise nicht ich werde, sondern ich habe. Scheiße, naja gut, lass mal das erstmal so. Ich habe das so gebaut, dass ich mir 10 Decks rausgesucht habe und die halt auf den neuesten Stand gebracht habe. Und aus den Decks suche ich zufällig dann eins raus. Beziehungsweise ich lasse eins raussuchen, ich habe mir da was zusammengebastelt, dass dann halt da zufällig eins raussucht. Es kommen auch nicht zweimal hintereinander dasselbe Deck. Also gar kein Problem. Und ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe mich noch dazu entschlossen, man sieht vielleicht, die Maus geht ab und zu mal aus dem Spiel raus. Ich habe hier auf der anderen Seite noch, wie gesagt, das ist das nächste, was ich mir überlegt habe, den Twitch-Chat von meinem Twitch-Kanal. Heißt genauso wie hier auf YouTube und hier bei DevPro, dann einfach zu merken für alle. Und das hat halt den Hintergrund, bei mehreren Leuten ist es halt fast nicht machbar, denen alles immer gleichzeitig zu sagen. Und eigentlich wollte ich, beziehungsweise will ich halt das Ganze dann auch streamen. Allerdings habe ich mir jetzt beim Aufbauen habe ich ein bisschen schwer getan, beziehungsweise beim Einstellen dem Ganzen. Warum macht er jetzt Barkeon? Er bringt ihm gar nichts. Gegen weise Drachen. Die spielen selten Fallen. Aber gut. Auf jeden Fall, ja, ich habe, wie gesagt. Achso. Nicht denken, dass der mich jetzt hört hier, weil die Antwort darauf jetzt gekommen ist auf meine Frage. Noch nicht. Wie gesagt, erst ab nächste Woche wird gestreamt. Und ich lasse das jetzt Ganze, also das Ganze jetzt erstmal über den Twitch-Chat laufen, weil da kann ich dann halt gleich allen Bescheid geben, wenn irgendwas ist. So, wie mache ich denn das jetzt? Ich kann jetzt den da nehmen und dann will ich das Ganze halt auch streamen. Muss ich halt nur noch genau gucken, wie ich das dann anstelle. Genau, so, der jetzt. Und dann darf ich mich jetzt nicht ablenken lassen. Genau, Stream nächste Woche und dann werde ich sehen, wie ich das Ganze einrichte. Also ich werde es auf jeden Fall bis dahin machen. Was mich halt ein bisschen stört an dem Stream ist die Tatsache, man sieht halt die Handkarten und wenn man im Stream mitguckt, das, obwohl es zeitverzögert ist, kann man halt ungefähr abschätzen, was der andere auf der Hand hat. Und das ist dann doch ziemlich kacke, deswegen weiß ich nicht. Erst wollte ich das über einen anderen Account machen, dass ich dann halt. nur etwas. Oh, Fehler beim Bestrafen etwas. Kann man bestimmt mitlesen. Also, wie gesagt, das stört mich ein bisschen, dass man mir sozusagen dann in die Hand gucken kann während des Duells. Und da hatte ich halt die Idee, einen zweiten Account zu machen und dann halt als Zuschauer das rauszustreamen. Würde quasi, habe ich alles? Ja, ich glaube schon. Würde für euch quasi dann beim Zusehen überhaupt nichts ändern, nur dass ihr halt meine Hand jetzt nicht seht. Ich nehme das dann halt aber trotzdem auf zum Raushauen. Und da ist dann halt eigentlich alles normal, weil ich werde dann halt den Stream nicht benutzen, um ihn rauszuhauen, sondern ich nehme es extra nochmal auf. So war jetzt bis jetzt der Plan. Allerdings hat sich das ein bisschen als problematisch herausgestellt, weil ich das auf zwei unterschiedlichen Rechnern machen wollte. Und ja, jeder sollte wissen, zweimal DevPro gleichzeitig aufhaben ist so nicht wirklich möglich. Deswegen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt so anstellen. Haben wir hier noch was Schönes? Nee. Wie gesagt, ist nicht so wirklich möglich. Deswegen muss ich da noch ein bisschen gucken. Auf jeden Fall, ich werde den Twitch-Kanal-Link beziehungsweise den Chat-Link auch nochmal zusätzlich dann in die Videobeschreibung packen dann von dem Video.
und wahrscheinlich auch nachträglich in alle anderen. Aha. Weil, ja. Ah, ach so, gut, kann ich jetzt wieder an. So. Genau, damit dann halt jeder mehr oder weniger Bescheid weiß. Nee, das machen wir jetzt nicht. Und ja, da kann man dann halt nächstes Mal sogar direkt dann mitgucken, was dann da so rauskommt. Ich überlege mir noch, ob ich dann vielleicht auch die normalen Reihen dann so mache und streame, aber das werde ich dann sehen. Auf jeden Fall, ja, ich schätze mal, das wird jetzt noch ein paar Duelle so weitergehen erstmal. Die haue ich dann vielleicht so zwischendurch mal raus, mal gucken. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen und sage mal, so viel bis dahin. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich auf Twitch.